Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 57. Song Contest aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, dem Blinddarm der Welt. Wir begrüßen die Blinden, die via Zweikanalton zuhören, und all die anderen Beeinträchtigten, die via FM4 zuhören. Ja, ich sag auch grüß Gott, begrüße Sie recht herzlich. Wahnsinn, Stermann, gefühlte 10 Jahre ist es her, ja, dass wir den letzten Song Contest kommentiert haben. Dabei ist es nur ein Jahrzehnt. Ja, und weil viele das gefragt haben, es hat ausschließlich persönliche Gründe, warum wir dieses Jahr wieder hier sitzen. Ich darf das vielleicht mal erwähnen. Wir waren vor ein paar Tagen beim Aserbaidschaner um die Ecke Mittagessen. Ne? Und da haben wir uns gedacht, wenn wir schon mal da sind, können wir doch auch gleich den Song Contest moderieren. Du hattest übrigens damals, Stermann, ich weiß es noch genau, ein fantastisches Düschbere. Ah, Düschbere, herrlich. Ein herrliches, so eine Lammbrühe mit Teigtäschchen, Wahnsinn. Ja, und meiner einer labte sich an einem köstlichen, was war das, Minzscherbett, glaube ich. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was es ist, hat auch furchtbar geschmeckt. Ja, aber liebe Blinde, wenn ihr mal zum Aserbaidschaner essen geht, ist es übrigens gar kein Nachteil, dass ihr das Essen nicht sehen könnt. Die Stimmung im Lokal übrigens war schlecht, genauso wie im ganzen Land. Ja, so, wir sind hier in der Crystal Hall, das ist der übliche Schnickschnack am Anfang. Oh. Und liebe Blinde, wir könnten euch ja alles einreden jetzt. Ne? Wir könnten euch einreden, dass da Männer durch die Luft fliegen gerade. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen journalistisch sorgfältig natürlich berichten. Ja, unglaublich, oder? Was wir da gesehen haben, wie diese Menschen die Schwerkraft außer Kraft setzen. Ne? Das ist beeindruckend. Toll, das, ja. Ich glaube nicht, dass das ein Trick ist. Ich glaube auch nicht. Für mich der Höhepunkt des Abends. Ja, ganz, ganz toll. Ah, herrlich. Wie von Reinhard May choreografiert, oder? Wieso von Reinhard May? Ja, über den Wolken. Oh, hast du einen Wein? Die einzige Möglichkeit für Aserbaidschaner, einmal sich frei zu fühlen. Gut, oh ja, das ist fantastisch. Jetzt sehen wir hier gerade ein Rudel aserbaidschanischer Witwen, deren Männer in den letzten Tagen verendet sind. Mhm. Wahrscheinlich auch Oppositionelle. Sie tanzen hier den traditionellen Mein Mann ist tot, ich bin endlich wieder zu haben Tanz. Ja, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, Ihnen zu Hause ein paar Infos zu Land und Leuten zu geben. Aserbaidschan ist, ich glaube, man kann es sagen, ein ungemütliches Land. Ja. Klima ist sonnig und stickig. In den Wintermonaten von Dezember bis November sind Temperaturen von 60 Grad keine Seltenheit. An manchen Tagen ist es so heiß, dass sich Zigaretten von selbst entzünden. Ja, die Hölle auf Erden. Plötzlich einsetzende orkanartige Winde und die vielen Erdbeben machen den Alltag in Aserbaidschan spannend und abwechslungsreich. Die Erdbeben sind von einer derartigen Stärke, dass selbst die nach oben offene Richterskala hier passen muss. Ein Jubeltag übrigens war der 12. November 2002. Das damalige Erdbeben mit der Stärke 6,7 auf der Richterskala gilt als das bislang mit Abstand schwächste des Landes. Eine geradezu lächerliche Stärke, bei der selbst der ungeübteste Aserbaidschaner problemlos seine Partie Mikado zu Ende spielen kann. Ja, das betrommeln Sie gerade, diese große Freude, die Sie damals gespürt haben. Katastrophenschutz und Tourismusbehörde sind hier in Baku im gleichen Büro untergebracht. Mhm. Das Wort Tourismus wird auch in den wohlwollendsten Reiseführern nur unter Anführungszeichen geschrieben. Das gleiche gilt übrigens auch für die Worte Urlaub, Erholung und Demokratie. Baku, die Hauptstadt, ist umgeben vom Kaspischen und Spastischen Meer. Ja. Mhm. Baku übrigens ist für sein pulsierendes Nachtleben bekannt. Die beliebtesten Clubs heißen Loch, Schwach und Schwaches Loch. Ja. Es ist allerdings nicht einfach, von Bar zu kommen, da es in Baku nur eine einzige U-Bahn-Station gibt. Ja, die Grundlage, das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, der Wirtschaft von Baku ist das Erdöl. Die Existenz des Erdöls ist seit dem 8. Jahrhundert bekannt. Wofür man es allerdings benutzen kann, erst seit knapp 2 Jahren in der Gegend. Bis vor 2 Jahren wurde es ausschließlich für das traditionelle Verkleben von Enten, Gänsen und Möwen verwendet. Selbst Tierquäler stellen sich hier die Sinnfrage. Ja, vielleicht ein paar weitere Infos. Als einer der bedeutenden Bildungs- und Wissenschaftszentren der Kaukasusregion beherbergt Baku mehrere Universitäten. Berühmt sind die Veterinärmedizinische Universität, wo man das Reinigen von ölverschmiertem Federvieh lernt. Dann die Kunstuni mit den 3 Klassen Ölmalerei, Motorölmalerei und Schmierölmalerei. Bildhauerei ist nur erlaubt, wenn Präsident Aliyev als Vorlage dient. Und wenn dem Präsidenten das Werk nicht gefällt, wird es dem Künstler umgebunden und beide zusammen ins Spastische Meer geworfen. Natürlich, ja. Ja. Oh, 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 schau, schau. Das ist jetzt hören wir und sehen wir den Grund, warum das Ganze überhaupt stattfindet. Ach so, das ist Quatsch, das Siegerlied des letzten Jahres, ne? Ganz genau, ja. Das ist Elle und Niki, die haben letztes Jahr in Düsseldorf, meiner Heimatstadt, gewonnen mit dem Lied Running Scared, also panisch davonlaufen. Ja, Elle, das ist doch ein Moderator, oder? Das ist, ja, genau. Ist der Elle. Der wird dann auch später moderieren. Ja, ist der Elle. Okay, das Siegerlied des letzten Jahres. Come to me.
Liebe Blinde, übrigens blöd für euch, dass ihr die tolle Frau nicht sehen könnt. Was soll man sagen? Der Song Contest in Baku, leider geil. So, moderiert wird der Abend von zwei aserbaidschanischen Anästhesistinnen. Wir hoffen, dass die beiden heute in ähnlich guter Chloroform sind wie bei der Generalprobe, wo sie mit ihrer sagenhaft öden Moderation das Publikum in Sekundenschnelle eingeschläfert haben. Das sind die beiden. Zwei komplett unterschiedliche Frauentypen, wenn Sie mich fragen. Ja. Da ist für Linkshänder und für Rechtshänder was dabei. Ja, richtig, ja. Und liebe Blinde, übrigens für euch auch, sei gesagt, unglaublich schöne schwarze Kleider und blitzend weiße Mikrofone. Blinde verarschen, leider geil. Ja. Übrigens muss man sagen, das Problem ist, wenn Sie sofort moderieren, dass ja Aserbaidschan in einer ganz anderen Zeitzone liegt. Ja. Und zum einen herrschen mittelalterliche Zustände, zum anderen ist bereits kurz nach Mitternacht jetzt. Ja, dort. Was ist eigentlich schlimmer? Weiß es nicht. Ne? Das Die beiden erklären jetzt übrigens die goldenen Grundregeln beim Song Contest. Regel Nummer 1, das Lied muss live gesungen werden oder Playback. Mhm. Und Regel Nummer 2, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Punktegleichheit entscheidet der Präsident beim Elfmeterschießen mit der Kleinkalibrigen. Ja. Since the introduction of the semifinal shows, the number of participants in today's grand final equals the record from 2003 in Riga. Mhm. This is the first big event in the Baku Crystal Hall. It took 7 months to build. Sie sprechen jetzt über die wahnsinnig tolle Halle. Sie haben auch, glaube ich, einen kleinen Film vorbereitet. Ja, hier ist der Hallenfilm. Die Halle wurde ja in unglaublicher Geschwindigkeit aufgebaut. Man sieht das hier. Hut ab, wirklich. Was man nicht sieht, ist, dass vorgestern der gesamte Stadtteil, der sich auf dieser Halbinsel befand, mitsamt der fast 100.000-köpfigen Bevölkerung, links und rechts ins Baskische Meer geschoben wurde. Ja. Die Halle heißt übrigens Hall of Shame Halle des Hasses. Man muss allerdings schon sagen, das ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass man das schafft, so eine riesige Halle in 24 Stunden zu errichten. Da muss man schon sagen, Hut ab. Schau das an. So, wir haben jetzt gleich dann die große Freude, dass neben den beiden Anästhesistinnen noch ein dritter Moderator sich dazugesellen wird. Ein Mann, der uns den ganzen Abend. Es ist kein Moderator. Er ist mehr als ein Moderator, er ist ein Künstler. Es ist eine Marionette, es ist eine Bauchrednerpuppe. Okay. Eine debile Bauchrednerpuppe. Sagen wir, wie es ist. Elder. Elder heißt sie. Haben Sie vorher schon gesehen im Song? Da ist er, Elder in der Mitte. Elder. Auch ganz schwarz angezogen, liebe Binde. Er wird ferngesteuert vom Präsidenten. Ja. Und wird sich gleich, schau wie lieber lacht, wird sich gleich zu Wort melden. Mhm. Ah. Thank you, Europe. Bitte gerne, kein Problem. Viele Grüße auch nach Deutschland und vielen Dank für das Spektakel im letzten Jahr. Ja? Was für ein Spektakel meint er jetzt? Keine Ahnung, Stuttgart 21. Oder Love Parade. Pass auf, sie sagt 20.000 genau. Kandidaten werden heute gegeneinander antreten. Das könnte ein langer Abend werden. Ja. And 120 million viewers. Wahnsinn, 120 Millionen Juroren werden das bewerten. Gut, also wir haben einiges vor uns. Warte. We send a very special welcome to our fans and viewers in Australia and New Zealand. Oh, das war lieb. Jetzt wurde Österreich begrüßt und der Sehnsuchtsort aller Blinden, Neuseeland. That we have sent our greetings to the whole world. Ja. It's time Grüße to start an die hohle the competition. Welt. Just one. Elder übrigens hat die Handhaltung, ist sehr interessant, hält die Hände, als hätte er immer ein imaginäres Baby in der Hand. Ja. Okay, sie sagt es gerade, es ist so wie immer, also die Regeln sind so, alle 26 müssen leider bis zum Ende ihr Lied vortragen, erst dann darf angerufen werden. Aber nur heute kann man anrufen, das klingt logisch, aber nicht jeder schnallt es. ABBA zum Beispiel ist immer noch so beliebt, bei der ABBA, bei der Telefonnummer, die damals als ABBA gewonnen haben, eingeblendet wurde, rufen heute noch Menschen an, heißt es. Ja, liebe Freunde daheim, liebe Song Contest Freaks. Zünden Sie sich eine an und lassen Sie sich verzaubern. Gleich geht's los, wenn diese drei Schießbudenfiguren
das Stichwort geben. Light your fire. Das war Light your fire. Zündet eure Party an. Ja. Jetzt geht's los, Leute. Es geht los. Lass dich verzaubern, zum Beispiel von Engelbert Humperdingster. Das ist der erste Starter. Hier ist er. Die Toten unter Ihnen werden sich vielleicht noch an ihn erinnern. Falls nicht, er sieht genauso aus, wie man sich jemanden vorstellt, der Engelbert Humperdinck heißt. Ne? Er ist eine Art, wie kann man das sagen, britischer Harald Serafin vielleicht. Er leitet ein Operettenfestival in Myrrh Beach, trägt seit mehreren Jahren ausschließlich schwarze Anzüge, um sich im Fall der Fälle nicht umziehen zu müssen. Sein Arzt und seine Frau halten Herrn Humperdinck seit den späten 80er Jahren für klinisch tot. Der gemütliche 103-jährige starke Raucher kann nach mehreren Schlaganfällen nicht mehr reden, nur mehr singen. Engelbert Humperdinck hat keine Ahnung, wo er hier ist und was er hier tut. Love Will Set You Free heißt sein Song. Seit einigen Jahren müssen die Kandidaten ja nicht mehr in der Landessprache singen, können zum Beispiel auch Englisch singen und Herr Humperdinck hat sich für die englische Sprache entschieden. Love Will Set You Free, Engelbert Humperdinck. So graceful and pure, a smile bathed in light. No matter the distance, a miracle of sight. Though I should have known, I could not turn away. When faced with your beauty, no reason can stay. And as you kiss him in the moonlight. Ja, liebe Blinde, kleine Anmerkung für euch. Eine Bühnenshow wie für euch gemacht. Es passiert genau nichts. Ja, mal mit der alte Zausel Humperdinckt ein bisschen auf der Bühne hin und her, ne? Ja, würde Ernest Hemingway die Performance benennen müssen, er würde sie nennen Der alte Mann und das kann nicht mehr. Only love can set you free. Trust in your dreams, run with no fear. And if you should stumble, remember I'm near. As a ghost I will walk, I look deep in my soul. Sie haben es wahrscheinlich selber gehört, die Textzeile As a ghost I will walk, das muss er uns nicht sagen. Nee, das sieht man. Das sehen wir selbst. With heavy words I say, if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, and the hurt will run deep, only love can set you free. And if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once, if you're lucky. Es ist nicht arg, dass gerade jetzt die Elektriker noch arbeiten müssen. Ich finde, er macht's gut. Für mich ein Geheimfavorit. Love will set you free. Engelbert Humperdinck. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es heute Abend deutlich besser wird. Dem ist nicht so. Es war der erste Beitrag zum großen Stichwort Altenterror beim Song Contest. Ja, da kommen wir später noch. Alte Menschen diesmal am Werk. Ja, aber jetzt kommen jüngere Leute, aber es macht die Sache nicht besser. Als zweiter Starter ist Ungarn am Start. Die Rechtsradikalen. Ja. Da sehen Sie eh schon ein bisschen. Die Band heißt Compact Disc. Sie wollte sich eigentlich nennen... Nein, sie heißt Compact Disco. Ja, aber sie wollten sich eigentlich nennen MP3. Ja. Sie wollten sich MP3 nennen, dann haben sie auch nochmal durchgezählt und sind draufgekommen, dass sie ja gar kein Trio sind, sondern zu sechst. Ja. Dann haben sie ganz kurz überlegt, sich eventuell 2 MP3 zu nennen, aber aus Kostengründen haben sie sich dann endgültig entschieden für den Bandnamen. Hier, Tony Vegas im Bild. Übrigens. Schon wieder, ja. Ja. Er ist ja, tatsächlich schau, dort. Aber dem schmeckt's wieder, dem Tony. Ja, Wahnsinn. Gut, kommen wir zurück zu Compact Disco. Es handelt sich bei den Musikern um reizende Rechtsradikale aus Buda, ja, die für politische Gegner zur Pest werden können, wenn sie wollen. Sie sind heute etwas erschöpft, das haben wir bei der Probe schon gesehen, weil sie den ganzen Tag in der Altstadt von Baku auf Roma und Sinti-Jagd waren. Ja,
Der Titel ihres Songs Sound of Our Hearts. Ihr Lied kommt aus dem Herzen. Allerdings kann man in dem Fall sagen, ihr Herz schlägt wirklich am rechten Fleck. Compact Disco Sound of Our Hearts. The whole big world is just one place. You can say it's all the same. You may feel hatred sounds. Brutal, Schwein, ne? Was soll die Handhaltung? Den Hitlergruß macht man doch eigentlich mit der rechten Hand, ne? Er hat sich mit der linken Hand, hat er sich aber an seinem eigenen Schwanz festgehalten. So, jetzt geht's los. Alle auf der Bühne übrigens verdienen ihr Geld normalerweise als Leibwächter von Viktor Orban und sind jetzt auch gerade im Dienst, wie man ja hier an den Uniformen sieht. Ja, und wenn Sie sich fragen sollten, wie werden solche Uniformen hergestellt? Die werden hergestellt aus den Planen von alten Militärlastern. Wenn Sie mehr wissen wollen zu der Band, alle Infos zur Band finden Sie unter www.alpeadria.net. Oder fragen Sie an Martin Graf. Haben Sie gut gemacht, die fröhlichen Faschisten aus Ungarn. Für mich eine Art Geheimfavorit des ganzen Abends. Ja, jetzt heben Sie doch den Arm, das hätte nicht sein müssen. Gut. Sie merken, komplett tote Stimmung im Saal. Ja, oh. Um Gottes Willen. Ist die albanische Starterin. Ja. Sie heißt Rona Nischliu, eine Kosovarin. Rona, kann man sagen, ist die hysterischste Teilnehmerin des heutigen Abends. Alles bringt diese Frau sofort in Rage. Ganz interessante Geschichte, als der Zimmerkellner, vorgestern war es, glaube ich, klopfte, um ihr einen frischen Obstkorb ins Zimmer zu stellen. Da rastete der kosovarische Schreihals derart aus, dass dem armen aserbaidschanischen Zimmerkellner das Trommelfell und Teile des Gehirns platzten. Ja, sagt man. Ja, erzählt man sich. Diese Frau, Rona, muss zu Hause übrigens nach einem Gerichtsbeschluss in einem schalldichten Raum schlafen. Nur Schlangen können sich in ihrer Nähe aufhalten, weil Schlangen ja kein Gehör haben. Ihre Schlange übrigens heißt wie die Bezirksvorsteherin des ersten Wiener Gemeindebezirks, Ursula Stenzel. Ist aber Zufall. Reine Namensgleichheit. Tut nichts zur Sache. Ursula Stenzel, also die Schlange, lebt bei ihr auf dem Kopf in einem Nest. Sie werden sie gleich sehen. Und liebe Blinde, wenn ihr nicht auch noch taub werden wollt, steckt euch jetzt bitte die Daumen in die Ohren. Hier sieht man die Schlange. Pass auf, jetzt tut sie so, als wäre nichts gewesen, aber gleich brüllt die los. Ja, was hat die da im Ohr? Siehst du das? Ha? Die hat doch rechts, hat die da irgendwas am Ohr hängen. Um Gottes Willen, die hat die Freisprecheinrichtung ihres Handys am Ohr. Ist das Pass auf, aber jetzt legt die los.
Ja, geht's los. Geht durch Mark und Bein. Ich darf den Text auch kurz übersetzen, bitte. Weil es auch einiges klar macht. So let me cry, cry, cry. Oh, Akne. This is what I do Akne. Best. Akne. Now. Akne. Jetzt geht's los. In Ihrer Wohnung gibt's kein einziges Glas, nur Pappbecher. Sie werden gleich erfahren, warum. Und 3, 4. Das ist erst der Anfang. Ja. Das ist noch flüstern für Sie. Wenn Sie einen Hund haben, schicken Sie ihn jetzt schlafen. Und weiter geht's. Ja. Jawohl, ja. Jetzt sind auch die Leute im Saal aufgewacht. Mittlerweile ist es ja 4 Uhr früh in Aserbaidschan. Ja, unglaubliche Zeitverschiebung. Wir haben natürlich hier sehr empfindliche ORF-Tonmeister, aber ich kann es sehen und ich schwöre, es stimmt, unser Tonmeister blutet aus beiden Ohren. Obwohl die Schlange keinen Gehörgang hat, wirkt auch sie eher tot, oder? Völlig leblos klebt sie in ihrem Hals. Ist sehr spooky. Das muss nicht sein, oder? Verschreckt auch die Kinder. Ach, wow. Gut, wir hatten ja große Sorge, weil wir die Proben gesehen haben, dass der Auftritt vielleicht zu melodramatisch werden könnte. War es Gott sei Dank. Hat sie aber gut gemacht, finde ich. Für mich eine Art Geheimfavorit. Ja, und wenn man sie nicht wählt, du weißt, in dem Land gibt es Blutwache. So, jetzt... Oh Gott, wir kommen zu Litauen, zu Donny Montell und Love is Blind. Dass Liebe nicht blind macht, sondern blind ist, lernen wir jetzt von litauischen Teilnehmern. Love is Blind heißt sein Beitrag. Donny Montell ist ein scheinbar landestypischer litauischer Name. Ja, Donny Montell. Ja, sicher. So wie Danny DeVito oder Daniel Day-Lewis, so heißen da alle. Donny ist der amtierende litauische Staatsmeister im blinde Kuh-Spielen. Das kommt nicht von ungefähr. Er trägt seit exakt 12 Jahren, 26 Tagen, 9 Stunden und, Moment, 55 Minuten eine Augenbinde. Wenn er es noch 10 Minuten durchhält, ist ihm sein heiß ersehnter Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sicher. Wir alle können nur erahnen, mit welchen Alltagsproblemen er sich in den letzten Jahren rumschlagen musste. Stichwort Einkaufen, Autofahren, Fernsehgucken. Er ist seit 4 Jahren glücklich verheiratet, hat aber seine Frau und seine 5 Kinder noch nie gesehen. Er hat einen blinden Hund, der überhaupt nicht sehen kann. Ja, Donny Montell, Love is Blind. When the day becomes a night, you know that I think of you. And I cannot control my heart, it's crying for you. Loneliness is killing me, I'm helpless without your love. Übrigens, falls Sie jetzt erst eingeschalten haben, das ist kein Todeskandidat aus Aserbaidschan, der mit verbundenen Augen auf seine Hinrichtung wartet. Nein, das ist Donny Montell. Der Donny Montell. Jetzt hat er bald den Eintrag im Guinness-Buch sicher. Ja. 6 Minuten muss er noch durchhalten. Super macht er das, oder? Ich finde nur überflüssig, dass er singt, während er versucht, diesen Rekord zu brechen. Ich finde, er macht's gut. Es ist für mich eine Art Geheimfavorit. Sehr geheim. So, noch 2 Minuten, dann hat er es geschafft. Die Guinness-Buch-Leute sitzen schon backstage neben Präsident Aliyev. Ja. Nein, Donny! Nein! Donny, du Depp! Um Gott, jetzt heißt es wieder ganz von vorne anfangen. Oh Mann, jetzt ist es mit ihm völlig durchgegangen. Das ist eine große Enttäuschung jetzt auch für Grissemann und mich. Da heißt es jetzt Fassung bewahren.
Gut, okay, dann versuchen wir ihn als Musiker zu bewerten. Ja, er sagt übrigens in der Pressemappe steht, er sagt, selbst wenn das Lied, also unter Anführungsstrichen, wenn das Lied nur einer einzigen Person Freude bereiten würde, es wäre Grund genug, mit meiner Kunst weiterzumachen. Mhm. Entschuldige, Donny, welche Person sollte das sein? Ha. Oh mein Gott. Blinde Nuss aus Litauen, Danny Montell, Love is Blind, eine große Enttäuschung, für mich die größte Enttäuschung bis jetzt. So, jetzt kommt Madonna. Nein, die sieht nur so aus. Sie heißt Maya Saar aus Bosnien. Ein armes Mädchen, muss man sagen. Maya Saar hat in den Wirren des Balkankrieges wirklich Schlimmes erlebt. Ja. Ihr erstes Klavier musste sie sich selbst bauen. Als schwarze Tasten dienten ihr damals, muss man sich vorstellen, verkohlte Cevapcici. Mhm. Ihre Finger riechen noch heute bis rüber nach Serbien. Furchtbar. Maya ist ein unglaublich depressives Mädchen, hat keine Freunde, keine Hobbys. Das Einzige, was ihr wirklich Freude bereitet, ist das Klavierspielen. Weswegen sie ihr Instrument auch überall hin mitnimmt. Zum Friseur, zum depressiven Yoga, in die Sauna. Ist alles sehr anstrengend, zumal sie im 12. Stock wohnt, ohne Lift. In Flugzeugen, Straßenbahnen und Taxis kommt es immer wieder zu unangenehmen Situationen, weil so ein Klavier natürlich sehr sperrig ist. Aber ihr Klavier gibt ihr Halt. Klavier halt. Ihr Lied heißt übrigens Korake Tiznam, was im Bosnischen so viel heißt wie Korake Tiznam. Sie hat übrigens 36 Selbstmordversuche hinter sich, von denen 12 geklappt haben. Man hätte geraten, irgendwie ein fröhliches Kleid zumindest anzuziehen, und sie hat gesagt, wieso, das ist doch fröhlich. Aber man spürt, dass sie Halt findet an diesem Klavier, dass ihr das Klavier wirklich was bedeutet. Der einzige Freund, den sie hat, in diesem schrecklichen Leben. Ein vierbeiniger Freund, wie viel? Wie viele Beine hat ein Klavier? In Sarajevo wahrscheinlich auch nur drei. Sie macht's gut. Für mich so eine Art Geheimfavorit. Aus Bosnien-Herzegowina, Maya Saar. Korake Tiznam. Oh, was machst du jetzt? Kein Bock mehr. Oh nein. Oh Gott. Jetzt hat sie nicht mal mehr das. Entweder sind wir jetzt live dabei bei der Emanzipation einer Frau von ihrem Klavier oder beim vollkommenen Ende einer jungen Frau. Übrigens, Sie können schon mal die Nachbarn aus dem Bett läuten. Jetzt kommen nämlich die Omis gleich. Für mich die Frage, werden die Omas die Nerven behalten? Stermann, was glaubst du? Weißt du nicht, was wenige Leute wissen, dass die Omas knapp über einen Meter nur groß sind? Ja, kleine Omas.
Ja. Ja, aber je älter man wird, desto kleiner wird man. Schrumpfungsprozess im Alter. So, schleich dich bitte. Wir wollen die Omis sehen. Okay, Grissmanns Geheimtipp Nummer 2, Bosnien-Herzegowina, Majazar und Kuraketis Nam. Jetzt da muss man nämlich einiges sagen über die Omis, ne? Weil die ja im Vorfeld irgendwie so als sympathisch sind. Aber das ist alles gelogen. Also, meine Damen und Herren, Die heimlichen Favoritinnen des heutigen Abends kommen jetzt. Buranowski, Babuschki aus Russland. 6 alte Freundinnen, die älteste kann bereits seit 86 Jahren nicht singen. Ja. Die jüngste kann man am ehesten vielleicht kennen. Sie wurde 1954 zur sibirischen Miss Zahnstein gewählt. Dem Sieg in der russischen Vorentscheidung gab es große Aufregung. Man munkelt, dass sie nur gewonnen hätten, weil sie beim Staatssender mit den richtigen Leuten geschlafen haben. Ja, und das kann ich nicht beurteilen. Und wenn es stimmt, will ich es nicht verurteilen. Ja. Das ist bei Grissmann und mir nämlich auch nicht sehr viel so anders. Und diese so als sympathisch geltenden Großmütter, ich sage Ihnen eins, die sind arrogant und unnahbar. Mit ihren Starallüren nerven die gesamte Song Contest-Organisation. Und sie sind inzwischen in Aserbaidschan verhasster als das Regime. Sie haben eine Anzeige bekommen, weil sie versucht haben, zu sechst Engelbert Humperdinck zu vergewaltigen. Erfolgreich übrigens. Lassen Sie sich also bitte nicht täuschen von diesem freundlichen Getue. Das sind Monster aus dem Oma Gulag. Buranowski, Babuschki. Party for everybody. Und lassen Sie sich jetzt bitte nicht täuschen bei diesem Gekrächze. Von denen liegt keine im Sterben, das gehört zum Song, dieses Gekrächze. Verantwortlich für den Text übrigens Viktor Drobisch, verantwortlich für die Choreografie Parkinson. Kurze Übersetzung, damit Sie wissen, was genau Viktor Drobisch da verursacht hat. Textauszüge. And my cat is happy, and my dog is happy, and my cat is happy, and my dog is happy. Ja, völlig vertrottelt. Wirklich, da tut man alten Menschen keinen Gefallen. Die in der Mitte übrigens ist 90 cm groß. Können Sie sich vorstellen, wie groß dann die anderen sind? Pass auf, hinten Ofen. Sie haben es ja wahrscheinlich schon geschnallt. Das ist so eine Hänsel und Gretel Ästhetik, wobei Hänsel und Gretel fehlen, aber 6 Hexen da sind. Ne? Wo bleibt hier bitte schön die Märchenrechtskommission? Die Gebrüder Grimm werden sich im Grabe umdrehen. Diese Kostüme, das ist nicht mal mehr Secondhand, das ist Lasthand. Nach dem Auftritt werden sie wieder zusammengesteckt. Und kommen nach Hause. Sie wohnen zusammen in einer WG, hat man gehört? Ja? Ja? Ja. Das sind auch so wie Orgelpfeifen größenmäßig aufgestellt. Ja, die weibliche Antwort auf die Daltons. Jetzt sind sie ganz überrascht. Philip Roth hat gesagt, das Alter ist ein Massaker. Hier ist der Beweis. Ja. Ja. Ich kann mich nicht anfreunden mit diesem Beitrag. Ich sage es ganz ehrlich, auch wenn ich mir Feinde mache, ich finde diese Omas scheiße. Ja, wir haben schon oft früher gesagt, diese Generation ist die eigentliche No-Future-Generation und hier sieht man es auch. Aber was man sagen kann, Engelbert Humperdinck ist jetzt froh und zufrieden, glücklich, weil er angstfrei jetzt zumindest in diesen Minuten sein kann. Jetzt ist gleich das Lied aus und sie kommen zurück und reißen ihm wieder das Toupet vom Kopf. Buranowski, Babuschki, gleich mit riesiger Applaus aufbauen, nur weil es alte Menschen sind. Bravo, bravo, bravo. Aber Sie haben es gut gemacht. Für mich ist das Geheimfavorit? Ja, eigentlich ja. Okay. So. Ach so. Was trotzdem, wenn wir jetzt an das denken, was jetzt kommt, werden wir traurig sein, dass die Russinnen weg sind. Island kommt. Island. Für Island startet Greta Salome. Sie wird zusammen mit ihrem Freund Jonsi auf der Bühne sein. Greta gehört zum Ensemble des isländischen Symphonieorchesters. Greta spielt 11 verschiedene Instrumente, darunter Akkordeon, Flöte, Maultrommel. Und für ihr Land spielt sie heute die Arschgeige. Jonsi, übrigens ist die Abkürzung für Jon. Mehr Interessantes gibt es über die isländischen Sauerzöpfe nicht zu sagen. Doch, hier steht es in den Presseinfos. Als Kind hatte Greta einen von innen beleuchtbaren Globus
der sich heute am Dachboden ihrer Eltern befindet, aber er leuchtet nicht mehr ähnlich wie Greta selbst. So, die Nationalgerichte in Island sind Hakal, das ist ein fermentierter Hai, und Svit, abgesenkte gekochte Schafsköpfe. Und zwei davon stehen jetzt auf der Bühne, Greta Salome und Jonsi, Never Forget. She dreams of how they used to be. At dawn they will be free. Weil wir das Ganze ja schon kennen, wir haben die Generalprobe gesehen, falls Sie irgendetwas Wichtiges zu tun haben, ja, genau, Steuererklärung, ja, Hausputz, was auch immer, oder die Sie, einsame Mutter mal anrufen. Oder wenn Sie ein Brot schmieren wollen. Irgendwas, egal was, das tun Sie es jetzt. Jetzt wäre perfekt Zeit. Ja. Das Ganze ist eine Art Musical-Persiflage, anders kann ich es mir nicht erklären. Sowas wie Die Schöne und das Biest, in dem Fall halt Das Biest und das Biest. Aber der Background-Sänger hinten links, der zweite von links, hat die wahrscheinlich bizarrste Frisur heute Abend. Insofern macht es doch eine Art von Sinn. Welcher? Der zweite von links. Du wirst ihn gleich sehen. Wenn sie endlich aufhört zu fiedeln. Vom Publikum ausgesehen oder von der Bühne? Von uns aus ausgesehen, ja. Von uns aus aus? Von uns aus aus. Von uns aus aus ausgesehen. Der da? Ja. Der Dicke? Ja? Warte. Ja, man sieht ihn so selten leider. Wieso? Ganz normale Frisur. Halt lange Haare. Sie hat die Figur einer 800-Meter-Läuferin, oder? Das ist so Steffi Graf-esque. Ja. Schöne Haare. Ja, es ist so ewig schade, dass es nicht Lieder auch gibt, die einfach früher aufhören können, weißt du? Dass jeder immer bis zum Schluss singen muss. Für mich ist es eine Art Geheimfavorit. Ja, ja, ich weiß. Ah, schau jetzt seine Frisur an. Das Problem von seiner Frisur ist, dass da auch noch der Bart ist, weißt du? Das geht so alles ineinander über. Guter Schlips. Schlips. Ich glaub, mit Schlips, das Wort sagt man viel zu selten. Ich glaube, mit diesem Lied wollen die aserbaidschanische Regierung den Leuten zeigen, es gibt noch Schlimmeres als eure Zustände. So, Schlips-Song ist over, das war Zypern. Nee, Quatsch. Jetzt kommt Oder Zypern. Was war? Ja, jetzt kommt Zypern. Ja. Jetzt kommt Zypern. Wer kommt denn da? Ivi Adamou? Lalala. Ja, meine Damen und Herren, man kann eine Sache sagen. Es gibt einfach Glückskinder auf dieser schönen Welt. Ja. Eines davon ist Ivi Adamou. Ein hochbegabtes Mädchen aus Zypern. Sie genoss eine humanistische Ausbildung, konnte schon mit 2 Jahren Griechisch. Sie liest Bücher, am liebsten von hinten, weil sie es von vorn zu fad findet. Ihr Lieblingsbuch sind Die Vögel von Aristophanes. Sie hat den griechischen und den türkischen Teil Zyperns miteinander versöhnt und außerdem eine Lösung für das griechische Finanzproblem entwickelt. Sie gilt als The Brain im Starterfeld des heutigen Song Contests, was gar nicht so schwierig ist, weil der Durchschnitts-IQ, wurde ja auch ausgerechnet, liegt bei 67. Warum dieses bildhübsche Genie, das Sie gleich sehen werden, Bordellpop der übelsten Sorte macht, das bleibt im Dunkeln. Ivi Adamou. La la la. Lieber Karl-Heinz Grasser, wenn du Fiona 30 Jahre früher kennengelernt hättest, so ungefähr hätte sie ausgesehen. Nee, das ist ja doch nicht von Fiona Swarovski. Ja, sie ist belesener. Sie wirkt belesener, aber die Frisur ist gleich. Ja. Also, Entschuldige, ich muss es wieder sagen, Song Contest in Baku, leider geil.
Dieser Auftritt war als feministischer Slutwalk gedacht, ist aber meiner Meinung nach voll in die Hosen gegangen. Er ist nämlich wirklich nett anzusehen. So schlecht ist es gar nicht. Für mich ist es eine Art Geheimfavorit. Ja, wobei man sagen muss, gerade auch bei dieser Performance ist man etwas traurig, dass nur 5 bzw. 6 maximal auf einer Bühne stehen dürfen. In dem Fall können sich auch 12, 13, 14 vorstellen. So, das war's. Welches Land war das nochmal? Das war Zypern. Zypern, genau. Jetzt kommt aber eine wirkliche Favoritin. Schau, hast du gesehen? Das ist sie. Sie heißt Angoon und startet für Frankreich. Und wie wir der Pressemappe entnehmen können, hat sie schon einmal mit Julio Iglesias zusammen, Anführungsstriche, gearbeitet. Anführungsstriche. Ne? Für ihre Choreografie zeichnet übrigens der 1852 verstorbene Turnvater Jan verantwortlich. Angoon sagt, sie hat indonesische Wurzeln. Diese bewahrt sie in ihrem Nachtkästchen auf. Ihr Lied heißt Echo, / You and I. Müssen die eigentlich You and Me heißen, Stürmer? Aber sehr wurscht. Sind sie ja hier französisch. Sie hat wochenlang für diesen Auftritt trainiert in einer Turnhalle bei Paris. Ihr Outfit stammt von Gautier, allerdings nicht von dem großen Jean-Paul Gautier, sondern von dem Münchner Modezar Willy Gautier, der nach dem trostlosen Ableben von Rudolf Moshammer, der ja von einem Strichjungen dann Telefonkabel erwürgt worden ist, sie erinnern sich. Ja, also in dessen Fußstapfen jedenfalls getreten ist, völlig egal, führt zu weit. Das ist Angoon mit Echo. Nein, das nicht, schau dir das an. Das ist die Turnvater Jan Choreo. Oh, fantastisch. Das ist echt gut. Übrigens, grundsätzlich auffallend, dass sehr, sehr viele Bodenturner heute Abend auftreten. Ich darf übrigens prominente Gäste jetzt schon mal ankündigen, Stermann. Wir bleiben nicht alleine hier in diesem Studio, in diesem einsamen Studio. Wir sind hier übrigens in einem Trakt des ORF untergebracht, der vom Einsturz bedroht ist, glaube ich, oder? Ja, nein, er ist nicht vom Einsturz, er ist asbestverseucht. Achso, asbestverseucht, verstehe. Kati Belovic, die für Österreich die Punkte verlautbart, wird zu uns ins Studio kommen. Ah, das freut mich sehr. Ja. Dann wird sie uns erklären, auch wie das Ganze zustande gekommen ist und wie sie das findet. Ich darf auch den Wortchef Martin Pieper, den Wortchef von FM4, ankündigen, ein Song Contest-Fan. Wir werden den lieben Martin Pieper befragen nach seinen Favoriten. Ja, und liebe Blinde, die uns via Zweikanalton weiterhin auf ORF 1 zuschaut, den Text dieses Songs, den ihr gerade seht, wie auch alle anderen Infos zur Sendung, können im Teletext auch in Brailleschrift, könnt ihr das nachtasten. Die Seite weiß ich nicht, aber ihr könnt euch schon irgendwie durchkämpfen. Ja, aber das ist echt blindendemütigend, was du hier machst. Ja, was zum Lied zu sagen ist, wahnsinnig schwacher Song, aber gute Frau. Ja, gute Frau. Das heißt schwacher Song. Guter Song. Für mich eine Art Geheimfavorit. Oh, hast du es gesehen? Der eine, der jetzt in der Mitte steht, hat den gesamten Text des Liedes auf den Rücken tätowiert. Das macht es für sie natürlich deutlich einfacher. Erst neun Starter sterben, ich kann nicht mehr.
Man kann es nicht oft genug sagen, trotzdem. Sommerfest in Baku. Leider geil. Geil. Tut der Rücken weh. Wir haben, wie viele Starter gibt es insgesamt? Wie viele sind 26. 26. Oha, oha. Bisschen problematisch finde ich, dass natürlich die Aufmerksamkeit auf diese Turner hier. Ich finde es umgekehrt. Ich finde es problematisch, dass die so toll turnen, aber sie versucht die Show auf die Aufmerksamkeit auf sich zu beziehen. Angoon war das aus Frankreich mit Bravo. Echo, You and I. Übrigens einer der absoluten Favoriten des Song Contests. Ja, zu Recht. Ja, gut, so. Jetzt kommen wir zu einer absoluten Favoritin, ja. Was die Buchmacher betrifft, nämlich Nina Cilli aus Italien. Auch nicht Ungarn. Ne? Ja. Sie wurde entsandt, nicht durch ein Casting oder so eine Show, sondern vom italienischen Rai direkt. Und zwar, das ist dieser Berlusconi-Sender, wo sie sich die Karriereleiter hinaufgefiedelt hat. Sie verfügt über die Fähigkeit, 5 Oktaven zu singen, allerdings immer nur 5-mal die exakt gleiche. Trotzdem, den Text des Liedchens, das wir jetzt gleich hören werden, hat ein Quartett geschrieben. 3 Skandinavier und 1 Amerikaner haben laut Pressemappe fast 2 Jahre an diesem Lied gearbeitet, an dem Text. Und ich darf Ihnen vielleicht mal kurz eine Zeile vorlesen. You knock me on the floor, my heart goes boom, boom, boom. Ja, vom Amerikaner stammt übrigens das letzte Boom. Ja, Sie werden es gleich sehen. Nina Cilli sieht aus wie die große und offensichtlich cleane Schwester von Amy Winehouse. Nina Cilli, L'amore è femminina. Kritiker sagen, Nina sei in einem Labor geschaffen worden, aus der DNA gekreuzt von Amy Winehouse und einem Karpfen. Und ja, ihr Eindruck täuscht nicht. Sie hat wahnsinniges Ohrenbluten. Ich war gerade am Klo, aber es macht mir einen guten Eindruck. Für mich eine Art Geheimfavoritin. Ich fand ganz lieb, dass die Background-Sänger zu lachen begonnen haben. Also es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Sänger selber zu lachen müssen. Das ist sehr. Das ist auch gut, wenn man so sagt, Baku, I can't hear you. Ja, aber man muss auch einfach sagen, es ist jetzt in Baku 6 Uhr früh, die Leute schlafen langsam weg. Ja, die ersten köpfen schon das weiche Ei zum Frühstück. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, es gibt ja diese massive Zeitverschiebung zwischen Westeuropa und Aserbaidschan. Das ist unmenschlich, ja. Halle ist auch nur mehr halb gefüllt, weil die meisten schon ins Büro müssen. Ja. So, das war also die geile Italienerin und jetzt, oh Gott, jetzt heißt es wirklich Augen zu und durch.
Jetzt kommt aus Estland. Oh, da ist er schon. Der Otte Leppland heißt der junge Mann. Er ist 24, Tenor und versierter Pianist. Sehr schüchtern, wie er angibt. Mhm. Seit 2 Jahren kann Otte Leppland Fahrrad fahren. Ja, sehr spät angefangen. Letztes Jahr im Sommer war er zum ersten Mal allein auf Interrail. Da gibt er an. Nur begleitet von seinen Eltern und Großeltern. Ein absoluter Waschlappen, kann ich Ihnen sagen. Hier in Baku hatte er erstmals in seinem Leben, vorgestern glaube ich war es, 2 kleine Bier hintereinander getrunken und lag dann 3 Tage im Saufkoma. Er ist das absolute Gespött in der Crystal Hall. Ständig machen Leute Faxen hinter ihm, stellen ein Bein oder ziehen an seinen Ohren. Ein echter Vollpfosten, ein Koffer, wie er im Buche steht. Seinen größten Wunsch formulierte er jetzt auch in seinem Lied, er wäre so gern cooler. Otte Leppland, was für ein Name, nicht einmal Otto heißt er, cooler. Ja, das wäre gern, deutlich. Einfach. Ja, hören Sie zu, cooler. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich schwöre, der wird am Schluss der Äste sein. War gut. Mis tuulel öelda veel kuul. Oh Gott, ist das öd. Kann ich nochmal aufs Klo Vaata, kui pimedus on teel on. Übrigens hat der liebe Otto Ott, Otte Leppland hat 2010 eine Biografie herausgebracht mit dem Titel Lasst mich sein. Ja, das stimmt. Kein Witz. Der Erlös kommt einer Stiftung zugute, die ihm zugute kommt. Das ist halt so ein Fall, sowas hört man bei Dieter Bohlen, DSDS in der ersten Runde, oder? Man verfügt zwar über eine Stimme, aber es ist so unglaublich öd, dass einem wirklich die Augen zufallen. Soll ich schon den nächsten ansagen? Ich möchte ihn bezeichnen als den Spindelegger des Song Contests. Das ist gut aufs Herz klopfen. Ne? Das schafft Verbundenheit. Gute Zähne, noch keine gelben Zähne gesehen. Geht man vorher zum Zähne- und Analbleachen, bevor man beim Song Contest auftritt? Nein. Das ist so öd, ich kann nicht mehr. Darf ich schon die Norweger ansagen, Stiermann? Warte mal kurz, halt du. Oder bist du da? Du bist ja dran, ne? Du bist dran. Eine Background-Sängerin, die aber gar nicht singt. Ja, das Problem ist, Estland ist ein kleines Land und es gibt diese Gesetze beim Song Contest, dass ja keine Tiere teilnehmen dürfen. Das heißt, es gibt ja kaum Menschen, die mit Musik zu tun haben. Du könntest eventuell noch dann irgendwelche Kühe oder Bären auf die Bühne stellen, das darfst du aber eben nicht. Augenbrauen sind nachgezogen oder wirklich so buschig? Was glaubst du? Buschig. Buschig, bist du eigentlich rasiert, Stiermann? Naturbusch. Bist du eigentlich rasiert? Ist Kate Bush schon aufgetreten? Nein, Kate Fusch kommt noch. Bravo, so. Bravo, bravo für seine Verhältnisse. Er hat es gut gemacht. Für mich eine Art Geheimfavorit. Thank you, Baku. Gut, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Starter. Das ist er schon. Die Norweger sind nämlich relativ clever. Sie schicken einen gebürtigen Iraner nach Aserbaidschan. Das ist natürlich geopolitisch total gescheit, weil Iran ist natürlich ein Nachbarland von Aserbaidschan. So glauben die Norweger, punkten zu können. Norweger. Dafür nehmen sie auch Norweger? In Kauf, dass Norweger. Ja, die Norweger. Nicht Norweger. Dafür nehmen die Norweger auch in Kauf, dass Toji, so heißt der Bursche, nicht singen kann. Etwas nicht zu können hindert aber auch den Komponisten nicht daran, das norwegische Lied geschrieben zu haben. Sei nicht so gemein, der hat heute Geburtstag. Das Lied schon, der hat heute 24, ich weiß, aber nicht der Komponist, sondern nur er. Ja. Das Lied heißt Stay. Ja. In Kritik an dem Song und seiner Person lässt das Model Toji kalt. Er empfindet sich selber als zu jung, zu schön, zu reich und zu intelligent für den Song Contest.
Trotzdem ist er nach Baku gefahren, wahrscheinlich um das Geld seiner Schwiegermutter anzulegen. Für mich ein Geheimfavorit. Ja, er feiert heute seinen 24. Geburtstag, wie Grissemann bereits gesagt hat. Ja. Und aller Voraussicht das ist er nicht. Nach den für seine Verhältnisse auch sensationellen 24. Platz. Ja, da ist er. Zeig uns, was leider du kannst. Leider geil, muss ich sagen. Alter, das ist gut. Ja, wir haben es gut. Gute Ringe. Ringe gut, Frisur gut, Kapuze gut. Alles gut. Guter Tänzer. Der macht übrigens tatsächlich in Norwegen Werbung für einen Handyanbieter. Um was geht's in dem Song? Keine Ahnung, frag doch den Iraner. Aber hier, ich kann dir vorlesen, im Text steht: Nein, interessiert I don't mich. Know interessiert what I am doing tonight. I don't know if it's wrong or right. Darf ich dich was aber fragen, weiß es schon. Ich aber weiß es schon. Ja, it's wrong, mein Lieber. Ja, darf ich dir was fragen? Weil er das T-Shirt draußen hat. Bist du einer, der seine Hemden draußen trägt oder steckst du die Hemden rein? Ich habe auch heute ein T-Shirt an, wie du siehst. Das habe ich auch aus der Hose hängen. Schönes T-Shirt. Ja. Also du bist eher der T-Shirt draußenlasser. Yes. Willst du nicht mit mir reden oder was ist los? Ja? Doch, aber die Frage ist doch beantwortet. Ja, du kannst ja sagen, wenn du nicht mit mir reden willst, dann willst du auch nicht. Die Leute, die es via Zweikanalton in ORF 1 sehen, haben das große Glück, dass sie gleich kurz mal eine Verschnaufpause bekommen, während die armen FM4-Hörer weiter dabei bleiben müssen. Ja, no way, Norway. Also das reicht nicht. Ohne Choreografie und ohne Instrumente. Das Lied heißt Stay, I would say rather not. Es reicht dann, wir haben es begriffen, mein Lieber. Einfach du, was aufhören. Grade, was ich mich gerade frage, wie glaubst du, hätte sich Richard Klein hier geschlagen? Gut. Sehr gutes Breitbeinige. Gut gemacht. Norwegen. Doji mit Stay. Thank you, Baku. Wir kennen den Schmuss.